Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Aber jetzt hat er endlich zugegeben, dass er solche Heftchen hat. Tja, Niki. Dumm gelaufen, ne? Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Was nicht vergessen? Es ist auch so toll in diesem Spiel. Schleichwerbung für das Buch. Und dann auch noch für den anderen Teil. 34, das ist der zweite Teil. Das waren doch bestimmt nicht die einzigen Heftchen. Ja, siehste, erwischt. Erwischt, Niki. Jetzt bist du fällig. Wo hast du die Kassette her? Kassette? Das ist eine LP? Bist du sicher, dass du es nicht bereust? Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Und dass du mir nicht... Verdammt, hörst du jemals deine Klappe? Oh, da ist Strahl. Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Ah, nein! Okay, das male ich. Scheiße. Papa, kommt Mama wieder? Puh, ich habe geträumt, ich werde wieder. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du bist. Löschen? Weil sind sie nicht da? Hätte er ihm gedrückt? Da ist mein Feuerzeug hin. M. Okay. Ja, Mamas Mädchen, wir haben dich auch lieb. Niemand zu Hause. Nee, es ging nicht. Und deine Mutter hat das Ding ja. Wer sagt, dass sie das weiß? Ja, du bist auch Dreck. Überall. Bist du das, Peter? Was? Ich bin Dreck? Na, dann bist du scheiße, okay? Pass auf, mit wem du redest. Läufst du rum und hinterlässt nur dreckige Spuren und scherzt dich nicht. Wer ist? Ja, Artyom. Du bist es, Artyom. Da wird jeder sauer. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Oh, boah, knallt er mir auch zu. Du hast eine zweite Wand eingebaut. Wie hast du das hingekriegt, Niki? Hier ist schon klar, ne? Dass man A4-Blätter, die man dann mit dem Tesafilm zusammenpackt, ne? Und dann auffängt, ne? Keine zweite Wand ist. Das wird doch mal eine Illusion. Wenn ich zu dir hinkomme, dann bringe ich dich um. Ich gucke da, man kann doch tatsächlich sogar hier so Balldämpfer dran bringen. So eine Waffe. Ah ne, das ist nur ein verlängerter Lauf, erhöht die Genauigkeit. Ah. Das ist ein Stall, denn so. Stall, denn wir brauchen wir nicht, aber. Ist
Notizen. Oh, das ist nichts. Scheiß auf das Buch. Deshalb erzähle ich das ja. Hier ist so richtig Leben, ey. Das ist das, was ich so beim Metro Exodus leider so ein bisschen vermisst habe. Am Anfang. Aber, oder halt auch, wo wir dann das DLC gespielt haben mit Kiplikov. Ja, da habe ich das so vermisst, wenn in der Station war, dieses Geräusch hier. Weißt du, es unterhalten sich einfach die Leute und, ne? So, hier muss man die Munition kaufen, Leute. Militärpatronen können sie an Wechselstuben benutzen, um weitere Munition zu erhalten. Das finde ich nicht schlecht, aber ich habe 27. Ich weiß, jetzt fängt Niki gleich an zu meckern. Weiß ganz genau, du brauchst immer Munition. Deswegen habe ich mir jetzt einmal Munition geholt. Immer Muni kaufen, Winke, genau. Hat er damals schon mir gesagt. Weißt du nicht so viel, gib mir die Waffe. Ich möchte gerne das Teil da hinten haben. Ganz unten. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken. Oh, Teddybär schießen. Oder Puppen. Ist immer Mangelware, ja. Ich habe die 10, die 0 mit einer Kugel ausgetauscht. Finde ich cool. Sollte man meinen, Schatz. Dann sind wir bereit. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen, nur die alten Bilder. Moskau ist weg und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Hat irgendeiner draußen ein kaputtes Fortbewegungsmittel, was enorm böse quietscht die ganze Zeit. Das ist nicht das Geräusch, wenn Niki über den Boden schleift und vergessen hat, sich vorher mit Vaseline einzuschmieren. Na guck mal, Artyom ist 20. Wie ich noch aus Erinnerung weiß, ist Artyom einen Tag nach den Explosionen geboren, wo sie schon in der Metro waren. Da wird die Radioaktivität da oben immer noch sein. Das wirst du nicht mehr erleben, Digga. Die Musik und die Luft so süß, dass du sie trinken kannst. Hi, wie geht es dir, Artyom? Messestation, gibt es noch einen Eintrag? Was soll denn da was sein? Egal. Ich habe noch nie alle gefunden. Ich hab's auch nicht vor. Eintrag 2. Doch Hunter kam gerade rechtzeitig an der Messe an. Ich male mir gerne aus, dass das nicht nur pures Glück war, sondern ein Werk des Schicksals. Und es war dasselbe Schicksal, das dafür sorgte, dass Hunter mich auswählte, um mit seinem Bericht über den Schwarzen zu Polis zu reisen. Ich habe schon mein ganzes Leben davon geträumt, die Polis zu besuchen. Das großartige und legendäre Zentrum der Metro. Das Zentrum unserer Zivilisation, meines ganzen Lebens. Und jetzt ist die Chance dazu gekommen. Ausgerechnet jetzt, wo meine Heimatstation jeden Kämpfer braucht,
den sie losschicken kann. Habe ich das Recht, meinen Stiefvater und meine Freunde in der Stunde der Gefahr zu verlassen? Wo ist mein Platz? Neben ihnen auf den Barrikaden oder in den Fernstationen, zu denen Hunter mich schickt? Ich kann es nicht sagen, aber trotzdem trete ich diese Reise an. Ich stelle mir gerne vor, dass dies der Weg ist, den das Schicksal für mich ausgewählt hat. Okay, das hört sich ganz, ganz stark nach Artyom an. Also wie ja Hunter gesagt hat, er soll ja nach Polis. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Es ist keine sehr lange Reise und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Also falls ihr das nicht mitgekriegt habt, das ist Artyoms Vater. Ja, das kommt drauf an, wo die Bombe explodiert ist, definitiv. Dementsprechend dauert das dann auch länger. Stell dich so an, ich habe auch Rücken. Ja. Bist du bereit? Dann los. Bin bereit, der Strahlung in den Arsch zu treten. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Macht. Du setzt dich dahin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich dahin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey, Leute. Nee, geht nicht. Niki muss nochmal auf Toilette. Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Nö. Also gut, alle, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß. Ich weiß nicht, der hat irgendwie komische Lippen. Es tut mir leid. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Sieht aus, als ob ein paar Botox-Lippen hätte. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Hat sich gerade aufspritzen lassen. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Angst und die rannte davon. Langsamer Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaya vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Hallo. Also gib mal Gummi. Es ist ein normaler Tunnel, vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht.
Ja, das wird mächtig schief gehen. Wie so üblich in allen Spielen. Wir fahren einen Draisiner und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Nur weil wir bewaffnet sind, heißt das nicht, dass wir es überleben. Verdammt, tut mein Kopf weh. Das, was du auf den Schultern hast, kann man doch nicht Kopf nennen. Ja, richtig, Fiona. Das sagt man so. Mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Also werden wir gleich sterben. Was ist mit dem los? Wenn es dann aber eintritt, dann passt dieser dieses Sprichwort nicht. Was geschieht mit mir? Was? Ich würde nicht weiter. Komischen Geister waren, glaube ich, überhaupt nicht nett. Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden! Das sieht eher nach so einem Experiment meiner Frau aus. Wollte sie mal testen? Aha. So nennt man das also. Das wird nicht gut sein. Hab auf ihn geschossen. Aber bei dem klappt das nicht. Diggis Experiment will mich fressen. Toll! Nächstes Mal lädst du sie ganz. Ah, bei den Viechern braucht man zwei. Ich habe in der Arena gewonnen. Das heißt, ich habe gegen meine Frau gewonnen. Alleine. Aha! Wir sind fast an der Streckensperre. Krieg dich ab. Ja, nichts sagen, aber du wirst, glaube ich, jetzt gefressen. Autsch! Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Oder doch nicht? Ja, fresst sie, nicht mich.
Ihr habt mich alleine gelassen. Boah, diese... Niki, deine Experimente solltest du echt unterlassen. Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Gehen immer zu in die Hose, ja.